Willkommen. Willkommen zu In die Dunkelheit, unserer allsamstagabendlichen Sektion, in der wir uns Indie Horror Games anschauen. Willkommen, willkommen. Hi Saranov, schönen guten Abend. Jetzt mal so vorneweg. Wir haben, das wissen die meisten von euch, vielleicht nicht alle, deswegen sage ich es nochmal. Wir haben vor ein paar Wochen, über mehrere Wochen verteilt, oder ein paar Wochen, ja, ein paar Sessions verteilt, haben wir ein Game gezockt, das auf Steam verfügbar ist. Das nennt sich Amanda the Adventurer. Ist ein relativ simples, einigermaßen simples, quasi Escape Room Game mit so einem Analog-Horror Aspekt. Das Game ist an sich ziemlich cool. Ich muss sagen, ich mag es sehr. Ich habe nur keine Ahnung, was es mit der Story eigentlich auf sich hat. Denn was wir prinzipiell in der Geschichte erleben ist, wir erben das Haus unserer verstorbenen Tante, die in ihrem, also die war zu Lebzeiten, hat die in einem, ich glaube in der Bücherei, in der Kinderbücherei, gibt es sowas, gearbeitet. Oder war Kindergärtnerin und nebenbei hat sie in der Bücherei gearbeitet, irgendwie sowas. Und die hat irgendwie, ist die an VHS-Kassetten zu einer verschollenen Kinderserie, so Kinder-Educational-Programm, so à la Sesamstraße oder so, rangekommen. Oder halt nicht wie Sesamstraße, um genau zu sein, wie Amanda, wie Dora the Explorer. Aber die meisten Deutschen kennen, glaube ich, Dora nicht unbedingt. Wobei, lief es hier auch? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne es echt nur aus dem amerikanischen Fernsehen. Und als wir die dann angeguckt haben, also wir haben die halt gefunden auf dem Dachgeschoss des Hauses, haben wir uns angeguckt und weird shit ensues. Wir konnten auch mit den Inhalten des Tapes quasi interagieren. Dora, also Amanda, hat uns Zeug gefragt und wir konnten dann darauf antworten oder mussten antworten. Und sie hat auch mit dem Raum und den Raum verändert, in dem wir waren. Es war wild. Aber wenn euch das interessiert, ich habe die ganzen 3 Sessions, die es gebraucht hat, durchzuspielen, alles auch zu finden, auf YouTube hochgeladen. Schaut mal. Ich habe jetzt nicht die Zeit oder das Interesse, alles nochmal wieder zu wiederholen. Und vor allem ist es auch wahrscheinlich gar nicht notwendig. Denn was wir heute spielen, ist der Vorgänger dazu. Oder die Demo. Oder die das habe ich ein schlecht ausgeschnittenes da. Die, wie soll ich sagen, das Proof of Concept. Wisst ihr? Aber nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe, was es mit dem Game auf sich hat und wo die Story herkommt oder was passiert in der Geschichte, bin ich darüber gestolpert, dass hier in dem Game, wovon wir auch die allererste Version mal gespielt haben, die Version 1.0, dass hier mehr drin ist, als man vielleicht denkt. Vor allem der interessante Aspekt davon ist jetzt, dass in den verschiedenen Versionen verschiedene Sachen drin sind, verschiedene Hinweise, und die sind halt echt nicht lange, die einzelnen Namaste, you guys. Good morning, Igor, ein wunderschön. Hi, Igor Raid, wie geht's, wie steht's? Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wie geht's euch?
Wie war euer Stream? Also jetzt richtig Deep Dive in Mandalore. Das ist der Plan. Denn, also ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was da vor sich ging das letzte Mal. Oberflächlich schon, was es jetzt mit Amandas Dad auf sich hat, wer Wooly zur Hölle ist, ich habe keine Ahnung. Und das würde ich gerne ändern. Und wir fangen vielleicht einfach damit an, dass wir mal hier die Mucke ein bisschen leiser drehen. Ist schon sehr wild. Aber Swallow the Sea, auch sehr gutes Game. Warte mal, wer ist mit der hier? Ja, Mann. Geht's gut? Ich hoffe mir auch. Ich kann mich kaum beklagen, abgesehen von sehr warm. Was habt ihr denn gespielt, Igor? Was habt ihr denn getrieben? Und willkommen zum düsteren Teil der Nacht. Willkommen zu In die Dunkelheit. Dem Stream, wo wir Horrorgames spielen. Wobei heute ist es mehr Mystery Time. Ja, wobei es schon Horrorgame, Amanda, so ist es nicht. Aber ich bin mehr interessiert an dem Mystery-Aspekt der ganzen Geschichte. Und zwar fängt das Ganze an mit hier in der offiziellen, sage ich mal, itch.io-Seite von Mangold Moore, der ursprüngliche Entwickler dieses Games und wahrscheinlich auch mitwirkende Person bei dem vollen Game. Digging through your attic, you found a box set of old children's TV show. Amanda the Adventurer, starring a brave girl named Amanda and a cowardly sheep named Wooly. You don't recall any specific episodes or characters in the show or what happens in the show exactly or much about it at all, come to think of it. But it still feels strangely familiar. Curiosity takes hold and you decide to watch the tapes and let horror, durchgestrichen und verglitscht, nostalgia take you back to a simpler age. Als erstes haben wir wieder drüber Brokia weitergespielt und dann gab es noch ein Amnesia The Dark Descent. Ja, das passt ja saugut. Sau cool. Amnesia ist ein sehr gutes Game, ey. Bis heute eines der coolsten Horror-Games aus der Indie-Szene. Sau cool. Ja, passt ja. Passt ja. Ja, also auch hier durchstöbern wir unser Dachgeschoss und haben da eine Kiste gefunden mit VHS-Tapes. So weit, so simpel. Auch wenn wir uns nicht an viel erinnern können, was es mit dieser Show auf sich hat. Ja. Schauen wir einfach mal in die Tapes rein und dann lernen wir, wie man einen Kuchen backt, wie man einkaufen geht, genau wie im fertigen Spiel auch. Let me out, steht da, glaube ich. Und making new friends. Yay. Amnesia muss ich abbrechen, weil ich so ein Schisser bin. Du Schisser. Kann ich verstehen. Dem kann ich dazu stimmen. Ich habe mich auch wieder schön erschreckt, obwohl ich schon mal gespielt hatte. Okay, das ist cool. Wenn man dann, ich sag mal, die Erfahrungen wieder so ausschalten kann, dass man wieder wie am ersten Mal quasi drin ist. Finde ich cool. Hat dann auch echt wieder Wiederspielwert. Ich habe es auch einmal sehr weit gespielt und dann zum späteren Zeitpunkt komplett durch. Und der erste Part war dann ein bisschen langweilig für mich, weil ich halt schon kannte. Gut. Created for, also das Game wurde gemacht für ein Game Jam. Und zwar DreadX Found Footage Game Jam. Dieses Spiel enthält Content, das für Kinder unter 10 Jahren beängstigend oder verstörend sein sollte. Ich glaube nicht nur für Kinder unter 10. Wir nehmen mal Amanda the Soulless Run. Wir nehmen mal die erste Version. Amanda
1.0. Wir spielen die alle nach und nach durch. Es sind dann nur 5 Versionen und die sind auch alle echt kurz. Wenn ich mich recht entsinne. Lass mich jetzt ganz kurz entpacken. Ich pack's jetzt mal hier rein, ist ja wurscht. Nee, ist nicht wurscht. Ich pack's mal in den richtigen Ordner. Dahin. Ich bin Ü20 und hab mich verjagt. In Amanda oder in... Ich glaube, Amanda ist auch... ich glaube, Amnesia ist auch für Leute über allen Alters spuktastisch. Ich glaube, das ist ein Zweck des Spiels. Da hast du nicht Unrecht. Igor, da hast du nicht Unrecht. Bei Amanda auch, okay. Stimmt, du warst ja stellenweise auch beim Original dabei. Also beim Original meine ich das, beim fertigen Spiel. Ich nenne die Steam-Version mal das fertige Spiel und das ist die Demo oder die Vorab-Version. Das entpackt jetzt ganz kurz. Und dann, ich kann ja eigentlich mal die anderen auch schon mal runterladen. Die sind ja alle nicht sehr groß. Version 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4. Sind alle nur so ein paar MB groß, paar hundert MB. Die Jackie, hallo. Na? Das ist ja, hast du mitbekommen, wir haben eben tatsächlich ein bisschen mal in Monument Valley reingeguckt. Nach gefühlten 20 Jahren haben wir es geschafft. Ich hoffe, du hast es nicht komplett verpasst. Yes. Ich hab Chat gefragt, ob die nicht dich anpingen können mal. Ja, Grüße gehen raus in den Stummlurk. Schön, dass du hier bist. Good. Amanda, Version 1. Lass mal sehen. Das kann wieder laut werden, weil the weird part of the night ist eigentlich vorbei. Achtung, Lautstärkewarnung, wie immer. Ich kann nie sagen, wie laut die Games werden. Ich gebe mir Mühe, das im Zaum zu halten, aber das ist nicht immer so einfach. Mi. Okay. Oh, da sind wir schon. Okay. Und ich habe schon... so eine gewisse Vorahnung, wie wir hier vorgehen müssen. Aber wir spielen das erstmal so normal durch. Willkommen zu Amanda the Adventurer. Wir haben hier 3 Episoden. Episode 1, 2 und 3. Ich weiß, abgefahren. Haben wir hier eigentlich... Der Cursor ist der gleiche wie im fertigen Spiel. Das ist ganz cool. Und hier ist da. Ich habe jetzt schon einfach das Interesse, diese VHS-Footage hier so im Slow-Mo durchzugehen und zu gucken, was da für Bilder drin versteckt sind. In jedem Frame. Die Fastfood-Fräse, hello. Spielen wir komische Spiele? Das kommt darauf an, was für dich komisch ist und was nicht. Wenn du so fragst, potenziell schon. Gut, Folge 1. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Okay. Do we like apples? Ich glaube, hier können wir noch nicht viel eintippen, außer... I'm allergic to apples. That's okay.
okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Do I know where... Die Sonne. Nee. Spielplatz. Ja, Spielprinzip ist quasi das gleiche. Das ist ein Haus, dann denkt man, das ist das Store. Do you know where the store is? Do you know where the store is? Danke, Giulio. Danke, du hast vollkommen recht. Angepasst. Nee. Lance, hello. Du alter Pro-Skater. Jetzt. Ja, gut, geh mal zum Laden. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded, but... And look, there are apples. Can you see apples? Apples. Say apple. Apples. Apple. Apples. Good job! Now we can make apple pies. Cool. Das war Episode 1. Ich glaube nicht, dass wir da viel mehr machen können, außer vielleicht beim Anfang mal Ja sagen. Uli sieht eindeutig mitgenommen aus als in der Demo. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, everyone. Hi. Hi. Hi, Amanda. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Ich habe mal ein Let's Play zu Amanda angeschaut. Das ist ein cooles Game, ja, ne? Ich glaube, es hat zu viel Albtraumpotenzial. Es ist halt in die Dunkelheit. Wir spielen hier Horrorgames. Das nicht für jeden. There it is. Let's go. Ich hab den Fleisch. Hello? Oh. Hi. Can you tell the meat man what we need? Uli. Cool. Can you tell the meat man what we need? Okay. Mit. That's right. Wow. Ah. Ja, schön durch den Tisch geklippt. Amanda. Amanda so, yay. Willy so, das Fleisch sieht nicht so happy aus. Tut Fleisch halt selten, wenn es tot ist. Aber du hast schon recht. Können wir uns eigentlich hier umgucken oder so? Nee, ne? Hier so keine Tasten zum... Okay. Wir spielen das jetzt mal noch normal so zu Ende. Hi, Amanda. It's dark out. Let's go home. Oh. Ich glaube, das sind die Überreste von Wooly. Kann das sein? Home! Na? Point to the house! No. Ich möchte nicht. Ich will aber nicht. Amanda so, hey, Wooly so. Knock on the door! Thank you.
Don't Do Drugs, Kid. Okay, aber ich glaube, viel mehr kann man nicht machen. Ich glaube, wir können halt noch sagen, wir machen halt alles richtig. Aber ich glaube, viel mehr ist ja einfach nicht drin. Wir sind jetzt mal einfach nett zu allen. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Yes. I'm allergic to apples. That's okay. Ist mir egal, Wooly. You should never be afraid to try something new. Ist mir scheißegal. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Ich glaube, in Version 1 ist auch nichts anderes, yeah, außer das hier. That's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Apples. Good job. Now we can make apple pie. Ayo. Können wir nicht, keine Ahnung, Barbie oder Body Hope spielen? Also, du musst jetzt nicht übertreiben, ne? Also, so normale Horror-Games, das ist schon angebracht. Aber ich glaube, Barbie ist ein bisschen zu hart. Also, da würde ich mich selbst, glaube ich, zumindest ekeln davor. Oh, you. Okay, we don't have much time. Whatever you do. Don't was? I'm Amanda. Hi, Amanda. I'm Wooly. Hi, Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Ich liebe einfach, wie sie alles ignoriert, was Wooly sagt. There it is. Let's go. Okay, nee, ich glaube, hier ist wirklich einfach nichts, was wir tun können, außer das da. Hi, Meatman. Can you tell the Meatman? Aber lustigerweise ist der Ablauf des Spiels prinzipiell genau wie im fertigen Spiel, ne? Barbie Dream House Party, let's go. Ich weiß ja nicht. Uli hat die Mütze verloren. Sein Skalp hat er verloren, ey. Ich bin vor allem Fan von ihm hier. Mein Cursor ist nicht mehr da. Von dem oberen linken Fleischklopf. Jetzt waren wir aber voll freundlich, ne? Ist jetzt Amanda in dem letzten Tape. Bist du jetzt hier auch freundlich? Ist hier, nee, irgendwie nicht. Irgendwie. It's dark out. Let's go home. Okay. Knock on the door. I want to go inside. Okay. Zuccato, hello. So, hier könnte man vielleicht irgendwas eintippen, was hilft. Es hatten fünf Buchstaben. Wooly. The fuck is this? Amanda, the Adventurer. Pilot Episodes. Wie es im Streamtitel steht. Was ist denn falsch mit dir, meine Fresse? Wooly, ne? Könnte man hier eintippen. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Was da wirklich. Macht nicht wirklich Sinn. Aber. Apple wäre auch. Aber Wooly macht, glaube ich, mehr Sinn. Und zwar W-O-O-L. Nee, das nehmen wir nicht. Sagen wir mal. Es ist halt so interessant, dass er am Ende sagt, hey, magst du nochmal spielen? Aber ich behaupte einfach mal, dass in Version 1.0 sonst nichts zu tun gibt. Und deswegen schauen wir jetzt mal in Version 1.1 rein. Das Spiel wurde... Das Game wurde entwickelt im Umfang eines Game Jams, wo man oftmals nur so ein paar Tage oder mal eine Woche Zeit hat, um das Spiel zu entwickeln. Aber danach wurde halt. Jetzt geht's, okay. Danach wurde halt das Game noch weiterentwickelt. Und jetzt haben wir hier Amanda Version 1.1. Wir werden das, was wir gerade gesehen haben, noch ein paar Mal sehen. Also bereitet schon mal seelisch und moralisch drauf vor.
Aber vielleicht findet ihr Unterschiede zu der ersten Version. Plot ist prinzipiell, wir haben alte VHS-Kassetten auf dem Dachboden gefunden mit einer Kinderserie, an die wir uns nicht erinnern oder zumindest nicht so wirklich erinnern und gucken die an. That's the story. Okay. Das ist das gleiche Spiel, aber Version 1.1. Können wir inzwischen mehr machen auf dem Hauptscreen? Ich glaube nicht. Darf ich umgucken oder so? Space macht nichts. Escape macht, glaube ich, direkt zu. Escape macht gar nichts, okay. Hi, I'm Amanda. Hi, Amanda. I'm bullied. Ist wieder laut. And I love apples. Sorry. You like apple? Apple. I'm allergic. Apple. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Apple. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded, but... Es ist keine Sau hier. There are apples. Ich finde es auch sehr gut, dass der Laden Äpfel, Orangen, blaue Bälle und rote Bälle verkauft. That's it. Das ist unser Sortiment. Wooly. Say Apple. Okay. Sind Woolys Augen gerade größer geworden? Apple. Good job. Now we can make apple pie. Yay. Yeah. Und die Kinderserie hat wahrscheinlich eine dunkle Backstory. Wenn du das die Fortsetzung, sage ich mal, spielst dazu, dann merkst du auch die Hintergrundgeschichte. Ich habe mein Playthrough von dem fertigen Spiel auf YouTube hochgeladen. Falls dich das interessiert, kannst du mal reinschauen. Oder auch bei jemand anders. Ist eigentlich ganz interessant. Ich habe aber nicht verstanden, worum es geht. Oder was die Hintergrundgeschichte wirklich ist. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do. Hi everyone, I'm Amanda. Und deswegen sind wir jetzt hier. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Achso, warte mal. Ich dachte gerade, was ist denn noch für andere Musik am Laufen im Hintergrund, ja? Der Signale-Soundtrack. Can you tell us where the butcher is? Guck mal, er weigert sich. Help! Help! Auch eher so. There it is! Let's go! Hello, Meatman! Hello, Meatman! Hi, na? Can you tell the Meatman what we need? Woolly. Can you tell the Meatman what we need? Woolly. Tell him what we need. Okay. That's right. Warum hängt da Patrick? Warum nicht? Aber gibt es überhaupt einen Unterschied? Jetzt in der Geschichte. Das ist ja exakt das Gleiche, ne? It's dark out. Let's go home. Haben wir jetzt irgendwie eine Alternativmöglichkeit? Da ist einfach nur ein Haufen Wolle, der rumliegt. Knock on the door! Okay. Oh.
Hier. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Amanda. Nee. Waren jetzt auch nicht viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen die verschiedenen Versionen einfach mal durch. Das war jetzt 1.1, 1.2. Ich kann nicht mal wirklich sagen, ab welcher Version der Änderungen drin sind. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwo in dem Development Gedöns vielleicht noch mehr dazu steht. Nee, auch nicht. Naja, okay. Amanda hat Woolly zum Fleischer geschickt. Sie wartet jetzt noch auf ihr Gehacktes. Einem guten Freund gibt man noch etwas Gehacktes auf die Hand, oder? Ah! Seht den Unterschied. Wer hat gute Augen? Spilz. Das hing vorher noch nicht da. Man kann jetzt nicht so viel erkennen, aber da sind zwei Kids, die sich gegenseitig im Huckepack halten. Ne? Der, ich sag mal, Bruder und Schwester vielleicht, ne? Oder einfach zwei Kids, die halt spielen. Und die hat so einen grünen Pulli und eine türkisene Hemd und eine blaue Hose und sie hat ein gelbes Hemd. Und eine blaue Hose, wie Amanda und grüne Schuhe. Ist das grüne Schuhe? Oder? Und die hat eine ganz andere Frise als Amanda. Aber ja gut. Wir kennen noch nicht viele andere Charaktere aus der Welt. Guck mal, ob ich vielleicht im Verlauf irgendwas ändere mit dem Bild. Es war ein bisschen weit hergeholt. Ist wieder laut. Ja, ist laut. Okay. Aber sie hat eine andere. Yes. Eine andere Schuhfarbe. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? I know where the store is. This is yeah, a store. That's right. Yes. Let's go. We're at the store. It sure looks das gleiche. And look, there are apples. Can you see apples? Help me. Say apple. Okay. Good job! Now Dankeschön. We can make apple pie. Yay. Ich hoffe mal nicht, dass in diesen Credits irgendwas Interessantes drin ist, die immer so in einer Nanosekunde vorbeifliegen. Es könnte halt Amanda sein, aber ich weiß nicht. Okay, wir wissen ja von dem Nachfolger, dass Besuch, hi, schön genannt. Dass Amanda, der fiktive Charakter, basierend auf der Tochter des Regisseurs, Schreiberlings, Designers der Show quasi ist. Der hieß Sam. Nicht Sam Carter, aber so ähnlich. Sam Colton. Colton. Colton, ja. Und der hat aber auch nur
nur eine Tochter gehabt. Er hat, glaube ich, nicht mehrere Kinder gehabt. Und daher ist es vielleicht eher unwahrscheinlich, dass es Bruder und Schwester sind. Wobei auch man nicht weiß, ob die Geschichte, die in zwei erzählt wird, oder hier schon existiert. Ne? Hi, everyone. I'm Amanda. Hi, Amanda. I'm Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. But is a Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Wird nie alt, der Joke. Butcher. There it is. Let's go. Hiya. Oh, steht eigentlich im Müll drin. Can you tell the meat man what we need? Ich will hier Wooly eintippen. Damit. Can you tell the meat man what we need? That's right. Aber das ist halt immer das Gleiche, ne? Aufs Gleiche. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Version das Bild geändert wurde. Das wäre ein bisschen wild. Hi. It's dark out. Let's go home. Ich will aber nicht. Home! No, ich möchte nicht. Nee, das ist der Mond, ist weg, ey. Geh weg. Mach nicht. Ja, das ist was. Knock on the door. Nope. I want to go inside. Das klingt so. I want to go inside, klingt so, würde ich sagen. I want to fucking go inside. Let me in. Nö. Schließt er es dumm da, oder? Wieder fünf Buchstaben. Sister. Wir können auch mehr tippen noch. Das ist irgendwie das Gleiche, ne? So weird, dass da halt nichts anders ist, außer das Bild. Aber vielleicht ist das jetzt in der nächsten Version. Wir haben jetzt auch sonst hier nichts zum Anklicken oder so. Die Tapete ist immer die gleiche, glaube ich. Der Schrank sah auch immer gleich aus. Gut. Oh, ein Escape-Menü hier? Ne, aber gar nichts. Ist auch alles macht nichts. Ich gehe mal dann doch in 1.3. Version 1.3, die vorletzte Version. Wir würden uns nicht alle vier Versionen angucken, wenn ich schon wüsste, dass in einer von denen was versteckt ist. Weil wir schon einen Unterschied gemerkt haben. Ne? Gucken. Oh, das ist von 1.3.2. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Daten drin sind, die wir verändern können. In dem Game selbst. Ich glaube, es ist nicht ganz so Doki Doki Literature Club Style, wo man auch mit den Game-Files rumspielen muss. Aber es ist das Gleiche. Gleiches Logo, gleiches Bild. Gleiche Episoden, okay. Episode 1 zum 11. Mal.
and I'm woolly. And I love apples. Do you like apples? No. I'm allergic. Oh, sind sie auch. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? I know where the store is. This is the store. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. Ich mag ihre Anmeldung. We're at the store. And look, there are apples. Can you see apples? Die erste Frage nimmt sie alles. Aber sie hat nach dem N-O schon mich abgeschnitten. Wisst ihr? Ich habe ja drei Buchstaben eigentlich. Aber ich habe nach N-O und dann war es vorbei. Deo Langohase, einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nacht, Uhrzeit. Hi. Willkommen. Hallo, liebe Raiders. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen in der Dunkelheit. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euer Stream war klasse. Ein bisschen DDLC-Vibes bekommen. Ich hoffe, der Musik nicht, weil es gleich klingt. Einfach dieses unangenehme Gefühl. Diese hyperpositive Musik. Ah, ja. Real Talk, der Soundtrack zu DDLC fand ich klasse. Ich mag den Song, diesen Outro-Song von wie heißt er noch? Der Haupttant hat. Wie heißt sie denn? Ganz schlimm. Ich habe es, glaube ich, viermal durchgespielt, das Game. Naja, den mag ich sehr. Dieses, Monika, dankeschön, ja. Ich hab's im Ohr, mich in den Song, aber ich komme auf den Text jetzt nicht. Aber ich mag den Song sehr. Gibt's eine sehr coole Coverversion auch. Now we can make apple pie. Your Reality heißt der Song, glaube ich. Cedric Hammer, bekomme Gänsehaut bei der Intro-Musik. Intro-Musik? Die habe ich gar nicht mehr im Ohr. Da war gerade was zu sehen in dem Static. In der VHS-Statik. Da war so eine Wand. Von einem Raum. Leute? Da. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Kann man nicht umschauen? Nee, leider nicht. Oh, ich wüsste nicht wie. Okay. We don't have much time. Aber, warte mal. Don't. Hi, everyone. Don't what? I'm Amanda. Hi, Amanda. I'm Lily. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? But isn't Grandma a veget... Wooly. Essen wir Wooly einfach? Machen wir glaube ich. Can you tell us where the butcher is? Wird schwierig, im Chat die Melodie vorzusuchen. Mach mal. Nee, 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 nee. Hello, Meat Man. Hello, Meat Man. Can you tell the Meat Man what we need? Can you tell the Meat Man what we need? Tell him what we need. That's right. Da da da. Da 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 dan 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 di da. Ja, richtig. Da 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 dan 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 da da bam bam. 3 Pfund Fleischkrawatte. Habe ich mindestens 2 von diesen Fleischlappen, da shaken ihren Booty so derb. Warte mal, ich kann mich jetzt aber hier auch nicht, ne? So WASD, Space, Leertaste, Escape, Enter, macht alles nix. Okay. Episode 3.
Bin ich besoffen? Da sieht man im ersten Tape die Monsterhand. Let's go home. Sag mal, wo? Da können wir gleich nochmal gucken. Mond. Ich find's cool, wenn ich die Schaukel wegmache, kommt der Mond mit weg. Knock on the door. Okay. Hinter den Büschen. Oh. Hallo? Check, check. Okay. Ist auch komisch. Again. In der Episode 1 sagst du, hinter dem Busch. Okay, warte. And I love apples. Do you like apples? Ah, unten rechts da. Ja, das könnte alles Mögliche sein. Aber das ist auf jeden Fall irgendwas. Das er meint, oder? Bla. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. Will das nicht? But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Do you know where the store is? Nach hier? Aber hier sehe ich jetzt nichts. Ich träume nachher von blauen Äpfeln. Könnte schlimmer sein, glaube ich. Wenn du das hier guckst und deine Träume sind nur von blauen Äpfeln gespückt, dann hast du echt, dann ist noch okay. Do you know where the store is? Do you know where the store is? No. Where is the store? Where is the store? Okay. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure Good. Looks crowded. Guck mal doch nochmal in die. There are apples. Can you see apples? Help. Say apple. Holy. Apple. Oh, no. Good job. Now we can make apple pies. Hast du schon mal im dritten Nape entweder VHS oder Band eingegeben? Bands. Nö. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, everyone. I'm Amanda. Yeah. I'm Lily. Today, we're going to get meat for Grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Ich hab so im Urin, dass wir hier irgendwas eingeben müssen. Entweder hier oder ganz am Ende von 2. Wooly ist es halt nicht. Help. Habe ich aber schon hier, glaube ich, ne? Can you tell the meat man what we need? No. Yes. Amanda. Nee, es ist noch 4 Buchstaben außer Meat. Love. Tell him what we need. Okay. Nope. That's right. Dead. Dead. Kill. Irgendwie scheint mir so, als fehlt uns noch ein Wort. Okay, am letzten sagst du VHS. It's dark out. Let's go home. Waren die ersten 4 Buchstaben, Worte mit 4 Buchstaben, die mir aus dem Zusammenhang eingefallen sind. Dead und Kill würde ich schon, das könnte passen. Door.
Okay. Nö. Again. Oder versuchen wir Version, warte mal. Wir gucken einmal in Version 1.4 rein. Das ist die neueste. Vielleicht Nock. Okay. Ich kann euch nicht sagen, welche Version jetzt noch mehr passiert, aber ich gehe mal in die neueste Version. Nach die Devil Prayer. Schlaf gut. Sweet Dreams. Also Julie eben noch so in den Patch Notes. Ich habe halt keine Patch Notes gefunden, zumindest nicht auf Anhieb. Ich guck mal gerade nochmal auf der Seite von denen, ob da irgendwas versteckt ist. Okay. Version 1.4. Oh. Da ist plötzlich ein neuer Ordner in dem. In dem Ordner. Das ist ein neuer Ordner im Ordner. Auch kein README? Nope. Kein README. Lass mal Version 4 mal angucken. Ob da vielleicht. Oh, das ist anders. Das ist anders. Das ist plötzlich anders. Das ist ziemlich. Oh mein Lord. Ha. Okay. Ja gut. Hi. Oh, das ist ein ganz anderes Spiel, das da. Ja, okay. Ich glaube, da ist was an. Ich glaube, hier ist. Hi, Mickey Mouse. Goofy. Let's go and kill us, motherfucker. Don't let her take you. Shut up. Don't do anything she says. Okay. I miss to you. I'm Finn the Broker. Okay. Ja. Wer zum Fick bist du? Und was zum Fick sehe ich da? Und da. Can't hide. Always watching, can't hide. Always watching. No studio, no cast. Who made the series? How many are there? 8, 4, 2, 13, 5? There is something in these tapes. Wir nehmen mal Episode A. Gucken mal Folge. Da war schon was. Hi, I'm Amanda. Hi, Amanda. And I'm Wooly. Hi, Wooly. And I love apples. Do you like apples? No. Das nimmt sie nicht. No. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Do you know where the store is? Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? No. Say apple. No. Apple. Good job. Now we can make apple pie. Cool. Ich bin auch allergisch gegen Äpfel, okay? Okay.
Zwei. Warum ist? Warum? Warum leuchtest du? Ups. Okay, zwei. Zwei. Wenn ich springen? Springen kann ich nicht. Ich kann nur mich ducken. Kann ich das aufmachen, das da? Erstmal. Hüp. Nee. Ich habe noch die beiden Mädels sich angucken, aber die sehen auch ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen unglücklich aus, ne? So den toten Augen und, na okay, gut. Checken wir das mal aus. Hi. Oh, Uli, help! Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone! Hi. I'm Amanda. Hi Amanda. I'm Wooly. Hi Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma vegetarian? Amanda, weißt du denn nicht, dass Großmutter Vegetarierin ist? Respektier das doch bitte. Schlimm, ey. Schlimm mit dir. There it is. Let's go. Hello, Meatman. Can you tell the Meatman what we need? Die Oma gibt Hacke, ob sie will oder nicht, ey. Can you tell the Meatman what we need? Oh, holy. Tell him what we need. Nee, nimm's auch nicht. That's right. Matt. Quatsch, oder Fleisch wisch, hat mir keinem was geschadet. Ich hab mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen, hat's mir irgendwie geschadet. Wahrscheinlich? Tja, Wooly. Tja, Wooly, hast du, glaube ich, verkackt, ey. Oh. Zwei, null. Oh. Meat is lamb. Where's the lamb? Es ist nicht Schmied, es ist Lamb. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever. Ah. You do. Hi everyone. I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. Warte mal. Is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Warte mal. Ey, Amanda, mach mal grad entspannt. Uno momento. Lass mal gerade. Darf ich, Lamp, vier Buchstaben, natürlich. Warte mal. Jetzt mal so, wir gehen jetzt mal zurück. Pass auf. Vorsicht, Obacht's. Wir drehen jetzt mal, wir gehen mal einen Schritt zurück. Was ist denn, wenn ich immer statt Meat halt Lamp eingebe? Aber jetzt in Version 1. Ich glaube, da geht's noch nicht. Aber vielleicht auch. Ich bin jetzt mal wahnsinnig. Ich nehme jetzt mal die Information, die wir haben, die dafür gedacht ist, in Episode 4 eingesetzt zu werden und mache das mal in Episode 1. Also, wir müssen jetzt erstmal noch durch Tape 1 einmal durch, aber... Lamb, natürlich, es ist so offensichtlich. Hi, I'm Amanda. Hi, Amanda. And I'm Wooly. Hi, Wooly. And I love apples. Cool für dich. Do you like apples? No. I'm allergic. Apple. Ist dein Problem. That's okay. Ist mir scheißegal. Never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Where the store is. You know where ich the mag, store wie angepisst er ist. Oder wie genervt er ist. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, bah. There are apples. Can you see apples? Say apple. Apple. Good job! Now we can make apple pie! In that always sunny media. Wie heißt der? Pepe Silvio! Hier ist überall Mail für Pepe Silvio!
weiß ich wohin damit. So, hi. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, everyone. Hi, everyone. I'm Amanda. Hi, Amanda. I'm Wooly. Hi, Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. But Amanda. Is Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. Hello, meat man. Hi, meat man. Deine Augen sind einfach in allen Himmelsrichtungen verteilt. Wait, schreib mal Lärm mit B. Okay, da machst du nichts. Mit P ist die Lampe, mit B ist es das Lamm. Okay, da geht's doch nicht. Okay. Aber das dachte ich mir. In Version 1 geht das noch nicht. Aber geht das in Version 1.1? Auf die Gefahr hin, jetzt Dinge doppelt und dreifach zu machen. Wir speedrunnen jetzt durch einzelne Versionen nochmal durch. Meatman so. Er hat auch 12 von 10 Lampen brennen. Ich hoffe, das nervt euch dann nicht. I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Neuer Lore-Vorschlag. I'm allergic to apples. That's okay. Es ist jetzt noch nicht bestätigt von den Leuten, die jetzt ganz tief in der Szene drin sind. Aber wir glauben, Amanda mag Äpfel. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. And look, there are apples. Can you see apples? Say apple. Apple. Good job. Now we can make. Ein Meter mehr Apple eingeben. Oh. Dann platzt der einfach. Der hat nur zwei Modi: Fleisch und aus. Hi everyone. Don't. I'm Amanda. I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But is a Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Ich find's geil, dass der Anfang von Tape 2 einfach sau leise ist. There it is. Let's go. Weiß nicht warum. Hello, meat man. Hi, meat man. Can you tell the meat man what we need? Can you tell the meat man nee, what we need? Tell him what we need. Okay. That's right. Da geht's auch nicht. Vielleicht ist das unsinnig, was ich gerade mache, aber ich will es jetzt ausprobieren. Aber guck mal, jetzt haben wir hier schon Version 1.2. Und hier schon Zeug anders, ne? Vielleicht war 1.1 wirklich nur so ein... Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? I'm allergic to apples. That's okay. My you should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Tja, wir wissen gar nicht, wo der Laden ist. Yeah, ich glaube, Version 1.1 war einfach We're nur eine... Crowded, look, eine normale Patch-Version, sag ich mal. Wo Zeug gefixt wurde. Gelb. Say apple. Hab ich doch. Good job! Now we can make apple pie. Brr. So, jetzt kommt's.
Warum würden die das Bild ändern? Das hat doch, das macht doch nichts. Das hat doch keinen. Ich würde nicht einfach Dinge in dem Spiel ändern, wenn nicht mehr neue Inhalte drin sind, auch so das Bild. Yep. There it is. Let's go. Let's go. Hello, meat man. Hi. Can you tell the meat man what we need? Can you tell the meat man what we need? Tell him what we need. Auch nicht. Das macht auch nichts. Hm. Vielleicht geht's wirklich erst in der letzten Folge. Aber prinzipiell stimmt's ja, ne? Wir nehmen ja schon, wir haben ja schon jetzt. Oh! Wait a second. Also macht's doch was. Nur Amanda reagiert nicht drauf. Episode. Weiß man nicht. Ha? 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 Sechs Buchstaben? Es war Amanda? Falsch wahrscheinlich, ne? Ja. Aber können wir sofort Episode 2 starten und dann müssen wir mal 1 uns angucken. Na, wir müssen immer Episode 1 gucken. Woolly ist ein Hals, nur 4 Buchstaben. Ne? Hi, I'm Amanda. And I'm Woolly. And I love apples. Do you like apples? Yes. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? War da schon vorher ein Sturm draußen? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Good job. Now we can make apple pie. Help me. Help me. I am Ford. Do you know Amanda? No. No, I don't. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't. Hi, everyone. I'm Amanda. I'm Woolly. Today, we're going to get meat for Grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is! Let's go! Hello,
beim Tape in Episode 2 ist das eher einfach falsch rum. Das ist das. Damit auch die Extremgrammatiker oder Rechtschreibkorrektiösen auch ihren Horrortechnisch auf ihre vollen Kosten kommen. Can you tell the meat man what we need? Tell him what we need. That's right. Okay. Aber gibt's denn da? Ist die Frage, ob man da wirklich irgendwas eingeben kann. Oder ob das auch wieder so ein, vielleicht ein roter Hering ist. Roter Hering. Red Herring. So. Vielleicht, warte mal. Sister ist ja auch 6 Buchstaben, weil da vielleicht Bruder und Schwester sind. Sister, help me. Was zur Hölle? Jetzt der muss echt mal Band angeben. Warum kommst du auf Band? Zuccato. Wie kommst du darauf? Von welcher Band reden wir denn? Oh, jetzt Band. Aber das Game ist auf Englisch. Dann wäre es Tape, was du wahrscheinlich meinst. Help me. Good morning! Vielleicht tragt man Namaste ein, ich weiß es noch nicht. Mermaid, hallo, Shitsu, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Schön, dass ihr hier seid. Na? Namaste, you guys, good morning. Na, ihr Lieben, wie war euer Stream? Wie geht's euch? Was habt ihr getrieben? Vielen lieben Dank fürs Vorbeibringen deiner Menschen, Mermaids. Macht euch bequem, lehnt euch zurück. Na gut, hört man gerne. Wie geht's im Sex jetzt meine Life bei dem Wetter? Weiß nicht. Fragen mal. God of War und dann Dark Souls weiter. Geilo, wer hat bis jetzt? Wie heißt die originale Amanda nochmal? Das Kind heißt auch Amanda. Amanda Colton halt dann. Also das meinst. ONS New Game Plus? Geilo. Good job. Kann man machen, ey. Nicer Shit. Nicer Shit. Ja, willkommen zu In die Dunkelheit. Unser allsamstaglicher Indie-Horror-Game-Stream. Gerade bin ich so ein bisschen auf einem Deep Dive in die Amanda The Adventurer Games. Um genau zu sein, gibt es ja nur 2. Die Demo dazu quasi, auch Pilot-Episode genannt, und das Hauptgame. Das Hauptgame haben wir schon jetzt durchgespielt vor ein paar Wochen. Und jetzt spielen wir mal die Vorgänger. Beziehungsweise die Demo dazu. Weil hier auch noch so ein bisschen was versteckt ist. An Content. Circle? Ist das Mädchen nicht Rebecca oder so? War das nicht ein anderes Mädel? Aber vielleicht.
Rebecca war eine der Mädels, die von der Amanda-Serie auch so in den Bann gezogen wurden. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal, help me. Ich starte jetzt mal aus Spaß Version 1.3. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Hinweise. Ich dachte, ich frage mich, was da eingekringelt war. Vielleicht musst du das eintragen. Circle? Der Circle ist ja nicht eingekreist. Ja, aber was ist denn da eingekreist? Hast du eine Idee? Ich will mal testen, ob jetzt hier was anderes passiert. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Winter? No. No. I'm allergic to apples. Aber da tippe ich nein und dann nimmt es auch, ne? But we don't even know where the store is. Where the store is. I know where the store is. Yeah, it's here. That's right. Let's I know. Go. I'm we're so smart. Store. It sure looks crowded. And look, there are apples. Can you see apples? Good job. Now we can make apple pie. So. Vielleicht, warte mal. Episode, das E ist rückwärts. Edosippe. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 7 Buchstaben, ne, was? You know where the story is? Oh, okay, aber genau dieses Emoji. Whatever you do, don't... Hi, everyone. Hi, I'm Amanda. I'm Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. Hello, meat man. Hi. Can you tell the meat man what we need? Can you tell the meat man what we need? Tell him what we need. That's right. This reminds me of Dora the Explorer. Yeah. That's pretty much the clear-cut, like, influence or the idea behind this game. Oh, guck mal. Das heißt jetzt auch anders. Das heißt aber Tape. Tape? Irgendwas durchgestrichenes. Okay. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah, right. Yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? Okay.
Ich meine, es ist offensichtlich, jetzt das X anzuklicken. PlayStation. There it is! Treasure awaits! Looks like the spot! But how are we supposed to get at it under all the dirt? Bah! Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel! We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now, we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Okay, ja, die Schaufel halt, Shovel, ab, okay, die, vielleicht ist das, was wir in Episode 1.1 gesehen haben, halt einfach dieser Ort hier, und, jetzt sind die beiden auch wirklich hier hin, weil, keine Ahnung. Und die haben ja anscheinend irgendwen umgebracht. Die sind mit einer Brechstange irgendwo eingebrochen, haben den erhangen oder sind jetzt die Leiche auf Verbuddeln wahrscheinlich. Oder wieder am Ausgraben? I don't, okay. Machen wir mal. Shovel. I didn't bring that. What can we use to dig up the treasure? Schreib mal ein Shovel. Aber doch so, oder? Ach, nee, ohne U. Shovel. The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. You... Take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Let anyone watch. Oh. Oh. Ah. Mal Real-Life-Footage von hier in einem Wald. Ha? Ich... Ha? Oh. Aber wir guckten das Tape doch gerade. Ha? Oder... Sind wir das gerade in-game, der das Ding anzündet? Aber er kann's nicht? What? Why am I, do it! Do it, mate! Burn it! Burn. Fünf Buchstaben. Do it! Burn it! Burn. Holy Flame. Ich meine, ist es jetzt quasi, das kann nicht unser Avatar sein, das ist ja in, ist ja in, war das Teil des Tapes? Okay, also Amanda, Woolly in den Wald, haben irgendwie umgebracht und Woolly dann so, ich kann das nicht nochmal machen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ist egal, was du mit mir machst. Du, der gerade zuschaut, verbrenn das verdammte Tape.
Like, das sind ja wirklich Entitäten oder Geister oder Dämonen oder irgendwas, die in den Tapes quasi leben. Sonst könnt ihr ja auch Wooly nicht wirklich aktiv sagen, so, Alter, reicht jetzt, verbrenn das Ding. Weil er auch keinen Bock mehr drauf hat, dass wahrscheinlich Amanda jede Menge, weiß nicht, Leute, die das Ding sich angucken, halt heimsucht und umbringen. Was ja auch quasi der normale Pfad durch das Game ist. Das ist ja auch in unserem Haus und bringt uns quasi um. Schätze ich mal. Also ich denke nicht, dass so ein 2-Meter-Monster, Amanda-Monster vor uns steht und mit uns, weiß nicht, Schach spielt. Und Wooly so, ne, hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wooly. Ich konnte jetzt nur Watch antippen. Oh. Und jetzt nimmt das mit und guckt sich doch nochmal an. Oh, weil die Entität, die in den Tapes lebt, schon... Hello? Yeah, hey. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just off the highway. Namaste, yeah, not too far, right? Guys. Good morning. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed too. They're gone. Every single one. Yeah, no problem. Listen, oh shit! It's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Okay. Bye. Oh, fuck. Hi, Karas. Hallo, liebe Raiders, wie geht's? Schön, dass ihr hier seid. Wie war euer Stream? Ich hoffe, euch geht's gut. Yep. Okay. Anscheinend erstmal hat sich unsere Lampenfarbe so ein bisschen zerstört, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. Ist das da besser? Ist das besser? Das ist gut. Ist jetzt Folge 3 anders? Aber gut. Erstmal zu dem, was wir gerade gesehen haben. Kann sein, dass das Tape von Vorgänger von 3 war. Immerhin fehlt da Wooly. Möglich. Möglich. Also, liebe Karas und liebe Mitgeradeten, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zum Indie-Samstag. Willkommen zu Indie-Dunkelheit. Es wird spooky heute Abend. Wie meistens hier um die Uhrzeit. Warnung ist raus. Falls ihr Bock auf Horrorgames habt, ich erkläre gleich ein bisschen, was wir gerade tun. Typen, okay. Wenn er nicht wirklich so funktioniert hat, wie ich gehofft habe, haben erstmal was mit Only abgespielt. Lief so, wie es sollte. Und danach versucht, eine Skybox, das Projekt zu bauen. Das lief eher mäßig. Ist halt nicht manchmal so einfach mit der Technik, ne? Aber dann bleibst du dran und dann kriegst du das auch hin. Ne? Aber cool, dass du so ein bisschen auch on stream dann entwickelst. Also Zeug ist sicher super interessant zu beobachten. Mal so hinter die Kulissen der Spieleentwicklung zu schauen. Ja, meine Raider, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Winter oder Mark, sucht euch aus. Ich hoffe beides. Wir spielen heute Abend
Schon seit einer Stunde irgendwie. Anderthalb Stunden. Amanda, The Adventurer. Der Vorgänger zu dem schon fertigen Spiel. Das es auf Steam gibt. Und das hier ist so die Demo-Version oder Vorab-Version oder der Vorgänger. Die Pilot-Episode, so heißen die. So heißt die diese Demo quasi. Und eigentlich ist das Game so ziemlich kurz. Das hast du so in 5 Minuten durchgespielt. Jetzt gibt es hier aber noch Sachen versteckt. Eine versteckte Story quasi. Und da wir das Main Game durchgespielt haben und ich da so keine Ahnung hatte, was die Story eigentlich bedeutet, dachte ich mir so, ich gucke mir das Vorgänger-Game quasi mal an. In der Hoffnung, da irgendwie mehr Infos rausziehen zu können. Und ja, jetzt haben wir gerade gesehen, dass Amanda und Wooly halt Teil von so einer Kindershow quasi sind. So ein bisschen wie Amanda, wie Dora the Explorer. Oder für uns das Ähnlichste ist wahrscheinlich so Sesamstraße oder ne, sowas in der Richtung. Und vielleicht nicht genauso, aber so in dem Stil. Und die haben mich aber anscheinend zur Aufgabe, oder die leben davon vielleicht, oder haben Spaß daran, Menschen dazu zu bringen, sich die Tapes anzugucken und dann die heimzusuchen und dann wahrscheinlich auch umzubringen. Wie die jetzt in die Realität kommen oder ob die Leute, die zusehen, quasi in das in die Welt des Videotapes reinziehen und dort umbringen, das ist jetzt eine gute Frage. Aber die können ja doch schon in unsere Realität reinkommen. Ne? Das hat man ja gesehen an dem normalen Ende, sage ich mal. Und ja, gerade haben wir gesehen, dass die eines ihrer Opfer quasi vergraben wollten, schätze ich mal. Und Wooly so, ne, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Lass mal stecken, Bruder. Und dann ist der Man halt ausgetickt. Aber entweder wir als die Person, die das gerade betrachtet, oder eine Person, die vielleicht vorher die Tapes besessen hat, bevor die jetzt hier liegen, hat die Aufgabe bekommen, die zu verbrennen. Hat aber nicht gemacht, weil anscheinend auch ohne, dass man die geguckt hat, die Tapes eine Macht über die Menschen in ihrem Umfeld haben. Oder die Dämonen in dem Tape. Ist jetzt eine Frage, was jetzt die übermächtige, übernatürliche Kraft jetzt hier ist, die am Werke ist. Und der hat dann Bescheid gesagt seinem Auftraggeber, ja, ich habe die verbrannt und so, aber hat es nicht gemacht. Und guckt die wahrscheinlich jetzt zu Hause oder gibt die weiter in den Umlauf. Und mal gespannt, ob jetzt Episode 3 anders ist, nachdem wir das quasi gesehen haben. Ja, es ist das gleiche wie vorher auch, oder? It's dark out. Let's go home. Kann natürlich wirklich sein, dass das quasi so Episode 2.5 war und dass es hier immer Episode dann 3 ist, wo Wooly halt tot ist. Knock on the door. Was sagst du immer das Gleiche, ne? Watch XD. Aber das auch mal gleich, glaube ich. Gut. Das war jetzt eine Version 1.3. Wir gehen mal wieder in die neueste. Das war jetzt 1.3.2. Die neueste Version ist 1.4.2.
Und da hatten wir auch die Info überhaupt erst her. Das ist, die ist auch ganz anders. Ne? Wir sind jetzt quasi hier. Das ist jetzt schon fast nicht mehr das gleiche Spiel. Wo man vorher quasi immer nur hier festgehangen hat und Videos angucken konnte. Haben sogar Escape. Slip, Stop, 00, Quit, Resume. Hm. Und die anklicken, die Boys und Girls. Boop. Okay. Gut. Oh, was ist das da? Aber da ist ja auch sowas, ne? Who is she? What? Who is she? What is she? Hat das Neil Breen geschrieben, oder was? How long has she been doing this? Don't watch. It's too late for me. I'm sorry for what I've done. Und dann ist hier halt so. Das ist ja rückwärts irgendwas, ne? Die da beiden Worte. Das ist so eine. Ah, das ist ein Fernseher und eine Hand greift nach dem. Da steht. I M-E-S 2 oder miss you. I'm I find you. I miss you, I find you. Aber das ist eine 2 und kein S. Aber vielleicht ist es auch noch komisch geschrieben. Ihr Lieben, wir können weiterschauen. Damit zieht die Augen zu. War heute ein anstrengender Tag auf der Arbeit. Stress pur, 35 Grad. Und ich will einmal mich um das Kreislauf in Panik ausgenockt und mein Körper wird einfach in Ruhe. Ja, leg dich ins Bett, ey. Du musst dich nicht rechtfertigen dafür. Leg dich schlafen. Schlaf gut, Arnoff. Ey, tu, was für dich am besten ist. Der Stream ist immer da. Die Wots sind immer da. Wenn du ins Bett musst und willst, vor allem, tu es einfach. Tu es einfach. Bin du ready für 4 Wochen Krebsurlaub, ey. Ich schreibe euch aufs Handy. Schieb euch aufs Handy. Kann nebenbei einschlafen. Ja, viel Spaß bei dabei einzuschlafen, ey. Viel Erfolg dabei. Hi, I'm Amanda. Hi, Amanda. And I'm Wooly. Hi, Wooly ist And wieder I laut. Love apples. Jesus like Christ, apples? Ist laut. Ja, ist, nee, ist gerade laut. Dankeschön. Yes, I do like apples. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. Hi. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Apples. Say apple. Apple. Good job. Now we can make apple pie. Yay! Episode, was ist eigentlich, warum ist es eigentlich, das verstehe ich halt nicht, was ist das? Weil wir jetzt die 2 freigeschaltet haben vielleicht, aber dann das denkst du, das da freigeschaltet, ne, das O. Oh, müssen wir vielleicht 3 Sachen freischalten, also am Anfang von Tape 1 eingeben? Hi. Hi, Amanda. Hi, Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. Warum ist Tape 2 so leise? Grandma, a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. I know. Hello, meat man. Hello, meat man. Alle Hallo sagen zum meat man. Is that what we need? Ja, Lamb brauchen wir. Lamb. Can you tell the meat man what we need? Lamb. Tell him what we need. Lamb. That's okay. Right. Ich will auch so einen Move drauf haben, wo ich einfach so straight aus der Kamera raussinken kann. Episode? Question mark. Haben sie nicht gebraucht? Oh.
Oh, wir haben 2 Mystery-Episoden jetzt. What the fuck? Wir haben 2 Mystery-Episoden. Wir haben 2 Mystery-Episoden. What the fuck? Das ist 2. Warum haben wir zwei Mystery-Episoden? What the fuck? You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? Aber das ist wie... I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah. Aren't you excited, Wooly? Yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? Our friend said GPS? What? X marks the spot. One with the X. That's the one. We're looking for the X, right? There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. But how are we supposed to get at it under all the dirt? Bah. Luckily, I brought some tools to help us with our glitch doch irgendwas, ne? I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now, we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Der glitscht nur andere Bäume auf, die da Bäume drauf. Help me. Oops. I didn't bring that. What can we use to dig up the treasure? Help me. The only tool we haven't used yet is the shovel. With that said, the only tool we would need is... Okay. The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. No, Wooly, don't do it. Take the tape out now, Wooly, and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Anyone. Aber das gleiche wie eben, ne? Habe ich eigentlich jetzt. Ich kann ja nicht rausgehen aus dem Tape. Wenn ich einmal drin bin, bin ich drin. Nehmen wir ein bisschen Skyri macht das. Ey, wie schnell Skyri? Ja. Kennen wir. Skyri ist beste. Tippen ist einfach manchmal schwer. Das geht mir auch meistens so. Aber das heißt jetzt Tape und durchgestrichen. Aber wir hatten Episode und durchgestrichen. What? Können wir jetzt gleich sagen, Watch? Und dann auch vielleicht ein anderes Ende. Shh. Oh, ja, dann mal gleich das da. Aber kann man da lesen, was da drauf steht? Es ist Tape, ne? Das ist Polaroid. Und dann steht da... Burn... Tapes? Irgendwas Tapes, do not watch. Das ist das erste Wort da oben links. Wahrscheinlich Burn. Destroy. Ja, passt besser eigentlich, ja, ist recht. Ja, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Ooh, destroy. Talk to you soon. Vielleicht Destroy Mobile eintippen, das ist ein guter. Aber guck mal, jetzt haben wir das geguckt. Aber es gibt noch. Oh, 3? Nimm ihn 3.
Termin 3. Was ist denn das da? Wir haben zwei Mystery App. What the f... Destroy. Destroy. Nummer 5. Destroy. Wooly? Oh, Wooly schreibt man der Version mit IE? Wait. Wait, das... Oh, 2032? Deswegen ist das eine 2. Was ist 2032? Was ist 2032? Was ist 2032? Warum 2020? Warum 2032? Wieso? Warum 2032? Warum 2032? Wieso 2032? Explain. Hat ja auch keinen Sinn. Und 23 Release Date? Maybe. Also es ist 3. Aber 3 kennen wir ja auch schon. Wenn ich das jetzt gucke, dann müsste es eigentlich beenden. Dann ist der Run quasi zu Ende. Wahrscheinlich, maybe. Aber dass ich ja noch mal ran kann, ne? Dass ich das noch mal gucken kann, das ist so ungewöhnlich. Das hat halt meistens nicht. Das heißt, dass da ist durchaus was, was vielleicht mich ein schwerer herauszufinden ist, dass man eintippen muss. Aber eigentlich ist die Lösung ja Wooly. Das würde Sinn machen, da kann man das fertige Game ja raus, aber die da ja auch. Die, oder? Von wann waren denn die ersten Versionen von dem Game? Ja, nee, 2022, ist richtig. Ich kann mir nur Wooly eintippen. Aber geht's denn darum, dass... Like... 2... Wird halt wirklich 2023 sein. Aber wo tippen wir das ein? Oder kann man das vielleicht irgendwo ein... Oder kann man das nicht irgendwo eintippen, oder? So. Wenn wir jetzt mehrere Tapes zur Auswahl hätten, könnte man einfach Tape 2 gucken, Tape 0 gucken, Tape 2 gucken, Tape 3 gucken, aber glaube ich auch nicht so wirklich. Da! Ghost, Demon, Entity, My Thoughts Exactly. Who's Watching Who? Vor allem das da sieht auch so ein bisschen aus wie ein C und ein D.
So ein Auge? Haben wir das schon mal irgendwo gesehen? What does this mean? Ich weiß es doch auch nicht. I meet. Who's watching the Watchman? God damn it. Aber wir haben halt Folge 2 nicht mehr für das Meet-Ding. Aber ich denke mal, es ist 2032 oder 2023. Weil es da taucht als erstes auf. Dann taucht das auf. Und dann glaube ich aber das als nächstes und dann das. Lass mal Folge 3 gucken. Das ist 3. Spaß. Danke. Danke. Vielleicht hier? It's dark out. Let's go home. Knock on the door. Es ist so weird. Aber jetzt sind wir wieder bei 0. Okay. Tab 1 finden. Ist nur ein Loch an der Wand. Okay. Tab 1. Hi, Amanda. Hi, Wooly. Hi, I'm Amanda. Hi. And I'm Wooly. Hey, and now? I love apples. Do you like apples? Nö. 2. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid 2. To try something new. But we don't even know where the store is. Is. Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Say apple. Cola Zero. Nee, falsch. Apple. Good job. Now we can make apple pie. Jetzt haben wir Tape 2. So. 2. Oh, you. Okay. We don't have much time. Aber wenn wir jetzt halt nicht Lamp eingeben, dann kriegen wir das Bonus-Tape gar nicht, ne? I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But is a Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. Hi, Meat Man. Can you tell the Meat Man what we need? Müssen wir auf die Fleischdinger klicken? Ne, wir haben gar keine Fleischmöglichkeiten, gar keine Cursor-Möglichkeiten. Can you tell the Meat Man what we need? I was like you. I thought this was all fun. What? You should have listened to Lexi. You are no longer safe. Faith, man? You must prepare. You must be ready. Go with her. In. Hello.
Okay. War das? Good, say hello. Das könnte noch irgendwas sein. Oder müssen wir in dem... John, was jetzt? Say hello, 2023. Das könnte halt wirklich einfach die... Das könnte halt einfach die... der Teaser sein fürs fertige Spiel. Ne? Möglich. Möglich. Don't let her in. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Flash and tape. Tape 3, hallo, mal tippen. Wobei ich glaube, das da könnte also das finale Puzzle quasi sein. Fast, glaube ich. Ich muss mal, glaube ich, jetzt mal so ein Wiki aufstöbern, ob da irgendwie mehr zu finden ist. War wahrscheinlich so ein bisschen wie genau Silent Hills Teaser. Ja. Ja. Wir haben ja schon viel auseinandergenommen. Aber es wird auch sehr gut gehintet, ne? Was wir bisher so gemacht haben. Hello. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Bah. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Apples. Hello. Say apple. Hello. Apple. Hello. Good job. Now we can make apple pie. Don't let her in. Das war auch so provokant irgendwie, ne? Und hat jetzt nichts geändert, ne? Was ist das hier? Ah, hier. Warte mal. Head? Oh, ist der Kopf? Cool, das da sieht aus wie ein Kopf, ne? Head? Ach, guck mal. Das ist das Auge. Head. Vor allem hier Head und das da. Das ist ja der Ort, wo das vergraben ist, schätze ich mal. Da sind noch mehr Augen. In my head. In my head. In my head. Zombie. Zombie. Don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, everyone. I'm Amanda. And I'm Lily. Today, we're going to get meat for Grandma. But is a grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. Hello, meat man. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch erwarte an mehr... Dingen. Ich habe so gefühlt, wir haben so jede Mysterie so einmal angekratzt, ne? Wir haben den Teaser für das fertige Game quasi. Wir haben den Arc, wo Bully sich wehrt. Was wir nicht haben, ist
Ach, guck mal, jetzt haben wir noch. Ne, jetzt haben wir noch zwei. Fake-Episoden. Und alle drei jetzt theoretisch bekommen. 2-0. Also gucken wir die zuerst. Das ist ja gut, das ist jetzt die Don't Burn the Tapes Ding. Würde halt höchstens hier mal noch gucken. Gut, Head. Head, dass der da vergraben ist, dass da irgendein Kopf vergraben ist. Aber was ist. Da ist nicht ein Man, das Kopf ist da. Dogman, vielen lieben Dank für den Follow. Hello. Head. Was geil ist, dass da. Das sieht aus wie ein Kopf, das sieht aus wie der Kopf von einer Schnecke. So, das Haus fehlt halt und das ist der Kopf. Da sind die Augen, die oben auf so Fühler sitzen. Und hat den Mund zugeklebt bekommen, die Schnecke. Das sehe ich da. Das sehe ich da. Aber das da ist ja nur ein Hinweis für den Teaser quasi. Und das da ist. Ja, ich behaupte mal. Viel mehr gibt's vielleicht nicht, aber ich mache mal das hier. Das ist ja Woolly. Ah ne, das ist Woolly Tape. Das ist, Hallo. Aber ist da vielleicht. Ist da Woolly begraben? Müsste man vielleicht in der ersten Version. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. Müsste man jetzt zurückgehen und in Version. Aren't you excited, Woolly? Sag mal ganz schön. I said, aren't you excited? Oh, yeah. Müssen wir jetzt zurückgehen und in Version 1.1, wo nur. Ne, 1.2 war das, ne? Wo nur dieser Kringel auftaucht. Da Woolly eingeben? Dass in den neuen Versionen Hinweise für die älteren Versionen sind, die unter Umständen durchaus noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. But how are we supposed to get at it under all the dirt? Bah. Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. Beim Lichtverhältnisse sind total wild, ey. We already used the crowbar for the door. We used the rope for. And now we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Head. Eyes. Love. Hello. Woolly. I didn't bring that. What can we use to. Natürlich hast du den Woolly dabei. Lüg doch nicht, Amanda. The only tool we haven't used yet is the shovel. With that said, the only tool we would need is. Ich bin durch nach Heretics 4. Geil! Neues Suchtspiel unlocked. Und ihr weit schaffst es jetzt? Ja, so jetzt. The shovel. You're right. Now we can dig this. Up before someone. Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Aber das ist ja auch mal selbst jetzt. Ups, sorry. Slap.
Ja, nee, keine Ahnung. Ich hab noch eine Idee. Noch eine Sache, die ich ganz gern probieren würde. Und zwar gehe ich mal jetzt wieder in 1.2 war das, glaube ich. Hat das Game eigentlich ein Ende? Also kann man das Level überstehen? Verstehen? Meinst du in Heretic? Keine Ahnung. Bestehen. Gute Frage. Weiß ich nicht. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Kann gut And sein. I love apples. Do you like apples? 4. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Ich weiß es, Wooly. Keine Sorge. I got you. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Hello. Say apple. Hello. Apple. Hello. Good job. Now Dankeschön. We can make apple pie. Ich geb mir echt Mühe. Danke, Amanda. So, Episode 2. Da hatten wir jetzt, wenn wir hier Lamp eingeben, hatten wir Episode Question Mark. Und da ist auch das Ding umzingelt, umkringelt. Hi everyone, I'm Amanda. Hi Amanda. I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But is a Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? There it is. Let's go. Hello, meat man. Can you Hi, meat man. Can you tell the meat man what we need? Tell him what we need. That's right. Ich bin der festen Überzeugung, dass zumindest in der Timeline, in der Geschichte hier, wahrscheinlich sogar auch Wooly nicht nur umgebracht wurde und sein Geist, sagen wir mal, in dieses Tape versetzt wurde, sondern auch Wooly im Verlauf der Zeit immer wieder umgebracht wird. Und ich sage mal, Amanda ist so eine Art allmächtiges Wesen in diesen Tapes und kann Wooly, sage ich mal, nach Belieben töten und wieder auferstehen lassen, wieder töten, wieder auferstehen lassen. Aber haben wir hier, genau, das war ja ein Zeichen dafür, dass da was vergraben wurde. Ja, okay. Nee. Aber hier ist auch einfach die Stimme von Wooly gar nicht erwähnt. Fällt mir gerade mal auf. Voice of Amanda? Cool. Voice of Wooly? Weiß man nicht. Lass mal gerade sehen. Jetzt mal so. Für den Spaß. Ob es denn irgendwo noch mehr Infos gibt zu Dingen, die wir tun können. Wir haben jetzt echt viel rausgefunden, so auf eigene Faust. Amanda, the Adventurer. Pilot Episode Wiki. Ob es irgendwie ein Wiki gibt oder so.
überfliege jetzt ganz, ich kann ja auch mal, kann ja gemeinsam mal drauf gucken. Ich muss ja dann nicht jetzt so in der, im Alleingang das Wiki durchlesen. Warte mal. So. Die, nee. So. Das da ist jetzt das erste, was ich gefunden habe. Das ist ja das Man of the Adventurer Wiki. Gibt es noch Characters, Tapes? Pilot Tapes. Baking a Pie, going to store, making friends, finding treasure. Also. Das sind aber auch die. Ja, das ist schon das Main Game quasi. Gibt es irgendwie zu dem. Also. Amanda the Adventurer. Ja, genau. Das ist aber auch. Genau. Synopsis, Story, Full Game, Trivia. Ja, okay. Gibt's ja nicht irgendwie. Irgendwie eine. Eine. Endingslist vielleicht? Oder. Secrets. Secrets. All Easter Eggs and Secrets. Okay, kann man gucken. Gibt's doch eine Monster Hand? Okay. Warte mal. Hier gibt's anscheinend alle. Das Intro. Secret Frames? Das haben wir gesehen, das da. Warte mal ganz kurz. Okay, pass auf, pass auf. Warte mal nochmal. Gutes Video, da standen wirklich nur die einzelnen Informationen und Secrets und Easter Eggs einfach nur aufgelistet zu sein. Dankeschön. Das Video ist gemacht von Fox Play YouTube. Dankeschön. Dankeschön für dieses Video. Wir haben ein Intro, klar. So, dann haben wir jetzt hier ein Secret Frames in dem VHS-Tape. Und gut. Das da ist, glaube ich, nicht sehr aussagekräftig. Wobei, das sieht ein bisschen aus wie der Raum, der im vollen Spiel dann quasi auch zu sehen ist, wo Amanda drin sitzt. Aber das ist einfach nur eine Wand, das da. So. The fuck is das? Das ist ein Meat Clown. Warum? Was? Ist das ein Meat Clown? Das ist ein. Okay. Weiß nicht ganz, was ich da sehe. Ja, zoom doch noch weiter rein. Das da ist auch was zur Hölle. Was zur Hölle sehe ich da? Ist das... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich weiß auch nicht, ob das da relevant ist. Das könnten irgendwie so random Clips sein. Oh. Das da könnte ihr... Das ist uns ja schon aufgefallen, dass da irgendwas ist. Könnte so sein. Könnte auch random Hintergrundzeug sein. Turn the TV off now, okay. Ist da irgendwas? Ah, genau, wenn man da Lamp angibt, das können wir ja auch. Das können wir ja. Das ist sogar in Version 1.2, das da, ne? Da, wo die Secret Tape Variante noch Episode? Heißt. Ja.
Ist hier irgendwas jetzt? Gut, da kannst du wohl nochmal eintippen hier, ne? Aber ne, ist alles. Amanda. Amanda? Das habe ich auch versucht, das da, oder? Auf das dreimal eingeben. Ah ne, Wooly. Kommt beim dritten Mal dann. Und dann? Ah, und jetzt kommt das, was im. Okay. Version 1.2 Update. Okay, jetzt Version 1.1 auch schon. Ne, mehr, das ist aber. Ne, das kommt nichts, wenn du das da eintippst. Und das ist jetzt in Version 1.3, richtig. Aber es kam ja auch schon was da, ne? Das ist jetzt auch nichts. Blablabla, das kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Und dann ist es hier. Ja, genau. Da ist wieder Mortis Man. Also, wenn das alle Secrets sind. Dann haben wir alles. Würde ich fast behaupten. Wir haben alle geheimen Enden zumindest von jetzt den Pilot-Episoden. Und wir sehen halt, okay, wir sehen ziemlich viel Real-Life-Aufnahmen von Häusern, Wäldern und so weiter. Mein Instinkt sagt mir, das ist oh, warte mal ganz kurz. Ich sehe gerade noch was. Was ist denn das hier? Ach so, nee, Moment, das ist. Moment. Okay, nee, Moment. Sieht aus, hättest du Amanda die Adventure mehr als durchgespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, allen Content gemacht und gesehen, den es zu dem Game gibt, zu beiden Spielen. Und meine Theorie jetzt, dass in der Pilot-Episode meine Theorie ist, Amanda und Wooly waren, als sie noch gelebt haben, waren Bruder und Schwester. Oder vielleicht auch nur gut befreundet, ich sage mal Bruder und Schwester. Und durch irgendwas wurde entweder Amanda umgebracht oder Wooly, also ja, die noch Kindervariante von ihm. Ich denke eher Wooly. Und der wurde vielleicht gekidnappt und an einem Wald verscharrt, weswegen auch Amanda und Wooly dann auch versuchen, da das nochmal im Wald was auszugraben. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht hat sich dann, ich sag mal, die Wut von Amanda quasi manifestiert, indem auch sie, was nicht, dass ihre ganze Wut auf ein VHS-Tape überging. Wenn wir ja die Geschichte aus dem fertigen Spiel nehmen, dann ist Amanda ja schon so eine Art Star für eine Kinderserie, die es ja wirklich gibt. Die wurde ja auch wirklich aufgenommen.
Und erst ab einem gewissen Zeitpunkt wurden die Folgen korrupiert. War es nicht so, dass im Originalspiel es mal eine Real-Life normale Filmaufnahmen quasi waren, aus dem die Amanda-Geschichte oder die Folgen gemacht wurden. Und dann wurde aber, nachdem die Erfolg hatten, wurde das Produktionsstudio aufgekauft und dann wurde das Ganze digital gemacht, im Sinne von, was wir jetzt sehen. Und da ist so ein bisschen erzählt, dass dann Sam Colton verschwunden ist, nachdem das passiert ist. Und ob seine Tochter verschwunden ist, wissen wir, glaube ich, nicht. Aber ich gehe auch davon aus, weil ich denke, dass sie diese Videotapes dann irgendwie haunted oder heimsucht oder ne. Das kann natürlich sein, weil ihr Bruder halt getötet wurde und sie hat dann durch ihre ganze Wut was in Dämonen aufbeschworen oder sich selbst in Dämonen verwandelt, die Videotapes heimgesucht und ist deswegen auf Rachesucht, ne, ihre Wut auszulassen an anderen Menschen. Und das tut sie halt aktuell dadurch, dass sie ein Videotape hauntet, das Leute dazu verführt, das zu gucken. Die gucken das, dadurch lassen sie Amanda quasi in ihre Welt rein, so fast so ein bisschen Freddy Krueger-Style. Und wenn da die Tür geöffnet ist, weil du musst ja auch wirklich sie reinlassen, du hast zwar im Videospiel keine Chance, aber du klickst ja quasi auf die Tür und lässt sie rein. Ich schätze mal, dass die Tatsache, dass wir sie reinlassen, zeigt, dass Amanda nicht einfach, ich sag mal, in unserer Welt sich projizieren kann und Leute abschlachten, wie sie will. Aber die Tatsache, dass wir halt auch nicht, einfach es nicht machen können, außer das Game halt beenden, zeigt, dass sie so weit schon Macht über uns hat in dem Augenblick, dass wir sie einfach reinlassen müssen. Und die machen es schon eine ganze Weile und Amanda macht halt auch irgendwie einen Spaß draus, weil sie noch ein Kind ist. Hat er vielleicht diese wütende und mordlustigen Aspekt an sich, aber ist ja noch ein Kind und spielt deswegen auch mit Wooly. Vielleicht hat sie ja auch bewusst dann, ich sag mal, den Geist ihres toten Bruders in die Tapes wieder rein übertragen, damit sie mit ihm Zeit verbringen kann. Aber Wooly an sich ist halt noch nicht so korrumpiert durch seine Wut und versucht den Zuschauer halt zu schützen. Das ist meine Theorie bisher. Mehr Infos habe ich gerade nicht. Ich überlege, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich hoffe ja, dass es im fertigen Spiel in Amanda nochmal einen Patch geben wird. Oder ein DLC. Weil da ist ja noch mehr Content drin. Wir haben ein geheimes, sechstes Bonus-Tape uns ercheatet, sage ich mal. Das aber aktuell nicht wirklich irgendwas beinhaltet. Wo man gerade nochmal auf der Amanda the Adventurer Store Page von Steam. Aber hier ist auch so kein. Wir haben Death Diaries vom 1. Juni. Auch eine Weile her, ne? Nö. Weil das Game scheint so unfertig. Die Story scheint so unfertig, nicht das Game. Aber die Story von Amanda scheint unfertig zu sein.
Und ich weiß nicht, ob man dann halt noch tiefer graben muss, um mehr zu erfahren, aber ich sehe gerade nicht. Okay, es gibt immer die Menschen, die dann anfangen, wirklich das Game komplett auf den Kopf zu stellen, ne? Und im Code zu graben und hast du nicht gesehen. So weit will ich jetzt mal nicht gehen. Also kann ich auch nicht. Ich werde mal noch ein bisschen mich schlau machen und gucken, ob ich mehr gute, ich sag mal, Lore, sage ich immer, weil ich halt die Elden Ring Geschichte gewohnt bin zu analysieren. Aber die Game Theory, Geschichtstheorien zu Amanda irgendwo im Online mal finde und mal durchlese. Und vielleicht mache ich mal einen kurzen Abriss oder trage so Informationen zusammen und mache selber so einen kurzen, meine Theorie dazu. Aber nicht heute. Es ist jetzt auch etwas spät. Wir haben jetzt 2,5 Stunden lang ein 10-Minuten-Spiel gespielt. Willkommen in meinem Stream.